Wir reagieren auf Avirano, die Wahrheit über Victorious. Das ist ja ein Format, was er jetzt gestartet hat. Ach, scheiß drauf, Alter. Guckt's euch einfach an. Ich kenne nicht. Wieso sollte ich? Seht ihr, ich bin nicht nur eine Schönheit. Du bist eine Blödheit. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Format so selten bringe, obwohl das eigentlich eines der beliebtesten Formate auf ganz YouTube ist. Ich hab's euch schon mehrmals gesagt. Diese Nickelodeon, die Wahrheit über die dunkle Seite von Videos werden so hart gefeiert, dass es Zuschauer gibt, die mich nur deswegen kennen, obwohl ich eigentlich komplett anderen Content mache. Oder besser gesagt, Zuschauer, die mich gar nicht kennen, dieses Format aber kennen. Bei diesem Format ist Arvin sehr ernst. Also, der macht da nicht viele Späße, sondern er bringt einfach nur die Fakten. Theorien bringt er. Ist mal cool, Arvin von dieser Seite zu sehen. Nicht immer Späße machen. Weißt du, was ich meine? Deswegen feiere ich auch dieses Format und viele andere auch. Das wundert mich aber auch nicht, ja. Ich denke, ich spreche nicht nur für mich selbst, wenn ich sage, dass ich eine wunderschöne Kindheit hatte. Und zu dieser schönen Zeit damals gehören nun mal auch unsere Lieblingsserien. Ja? Boah, geil. iCarly. Hotel Zack und Cody, iCarly. Ich hatte auch eine schöne Kindheit. Guck mal, wie sehr das einen kaputt machen kann, wenn man erfährt, wie traumatisierend es eigentlich hinter den Kulissen unserer Kindheit war. And me growing up was a threat to that. Wie auch immer, mich kann trotzdem keiner aufhalten. Und ich weiß, dass ihr das innerlich eigentlich wollt, ja. Ihr liebt diese Videos und genau deswegen machen wir auch heute weiter. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur dunklen Wahrheit über Victorious. Junge, Junge, dieses Lied hat mich geprägt. Damals immer in der Dusche habe ich das laut gesungen. Richtig geil. Victorious ist eine US-amerikanische Teenager-Sitcom, die von Dan Schneider für den Sender Nickelodeon produziert wurde. Die Serie wurde zum ersten Mal im März... Dieser Dan Schneider, dazu hat Arvin auch ein extra Video gemacht auf YouTube. Er ist ein komischer Typ, so. Der wurde auch bei der Albert-Einstein-Liste, also sein Name wurde in der Liste gefunden. Und das ist ein komischer Typ, der hat so ganz komische Fetische und sowas. Ist auch offiziell, ist keine Verschwörungstheorie, ist es wirklich offiziell. Produziert wurde. Die Serie wurde zum ersten Mal im März 2010 ausgestrahlt und lief bis 2013. Victorious dreht sich um das Leben von Tori Vega, gespielt von Victoria Justice, einer talentierten Highschool-Schülerin, die plötzlich... Ich sag dir ehrlich, ich stand damals so krass auf die. ...Chance bekommt an der... Nee, nicht mal auf die. Ich stand auf diese Freundin von dem Langhaarigen. Auf die stand ich. Wie hieß sie nochmal? Ich glaube Jade. Jade hieß sie. Arts High School zu studieren, einer Schule für darstellende Künste. Die Serie zeigt das Leben von Tori und ihren Freundinnen, deren Liebesbeziehungen... Da war die. Auf die stand ich. Damals, als ich jünger war. Sehr unsicher, entwickelt sich im Laufe der Serie aber zu einer selbstbewussten und talentierten Künstlerin. Trina Vega, gespielt von Daniela Monet, ist die ältere Schwester von Tori. Im Gegensatz zu Tori ist Trina oft selbstbewusster, aber auch egoistischer und für die meisten Zuschauer auch unsympathischer. Ihr Charakter ist bekannt für ihre egoistische Persönlichkeit und ihre Bemühungen, die ganze Zeit im Rampenlicht zu stehen. Die Schauspielerin von ihr hat vor kurzem noch über ihre Erfahrungen hinter den Kulissen von Victorious gesprochen. Und genau das Ganze... Oh, sie hat sich optisch voll verändert. Wir jetzt unter die Lupe. Die wahre Tragödie dreht sich nämlich um Trina, aka Daniela Monet. Daniela begann im Jahr 2006 für Dan Schneider zu arbeiten, und zwar in der Show Zoe 101. Von diesem Zeitpunkt an beeindruckte Daniela Dan mit ihrem schauspielerischen Talent. Er wünschte sich, dass... Junge, wie sieht der aus, Alter? Ja, also man sollte natürlich nicht urteilen. Ich habe ja vorhin dieses Beispiel genannt mit der Banane. Ich hatte eine Banane in der Hand, die war außen schwarz und innen strahlend weiß. Man sollte nicht urteilen vom Aussehen, aber was ist das? So, er sieht einfach aus wie Shrek in weiß. Schauspielerischen Talent. Er wünschte sich, dass sie eine Hauptrolle in einer seiner anderen Shows übernimmt. Und im Jahr 2010 bekam sie dann schließlich die Rolle von Trina Vega in Victorious. Während der ersten Staffel trug Daniela hier und da mal Outfits, die manchmal etwas zu freizügig für eine Kinder Serie waren. Wie schon gesagt, berichtete Daniela vor kurzem noch von ihren Erfahrungen über die Zeit hinter den Kulissen. Und das Interessante ist, dass sie sich kaum unterscheiden von dem, was andere Nickelodeon-Stars schon vor ihr gesagt haben. Daniela war zu der Zeit von Victorious nur ein Teenager. Dieses Sam wurde auch voll auseinandergenommen. Ich habe mitbekommen, irgendwas mit die Mutter von ihr hat immer das Geld bekommen für die Arbeit, die sie bei iCarly geleistet hat. Die Mutter hat das Geld bekommen und die Mutter hat ihr irgendwie keinen Cent gegeben oder irgendwie sowas. Daniela war zu der Zeit von Victorious nur ein Teenager, also war es für sie nicht wirklich eine Option, irgendwie gegen die Dinge vorzugehen oder zu sagen, dass ihr das Ganze nicht gefällt, dass ihr die Outfits irgendwie zu freizügig waren und sowas. Sie erzählte beispielsweise, dass es mehrere Szenen gab, die für sie unangenehm zu spielen waren. Zum Beispiel gab es eine Szene, wo sie eine Gurke isst und parallel dazu Lipgloss auftragen musste, was irgendwie echt ein bisschen komisch anzusehen war. Aber ich habe eine Gurke in der einen Hand und in der anderen Lipgloss. Ich erinnere mich an die Folge. Ich fand das damals voll komisch. Ich hab den Witz gar nicht verstanden. Ich fand das auch gar nicht lustig.
Sie erzählte, dass ihr die Szene im Nachhinein etwas unangenehm war und sie wendete sich an Nickelodeon bzw. an die Produzenten und fragte, ob man die Szene eventuell rauseditieren kann. The 33-year-old also recalls contacting Nickelodeon about a victorious scene. Boah, sie sieht jetzt schon echt krasser aus als damals. Nickelodeon about a victorious scene in which she eats a pickle while applying lip gloss. Doch niemand schenkte ihrer Besorgnis Aufmerksamkeit. Überleg mal bitte kurz, was das mit einem Teenager macht, ne? Das ist, vergess nicht, sie war irgendwo noch ein Kind. Und hier hört's aber auch nicht auf. Es gab nämlich generell sehr viele Szenen von ihr, wo sie einfach komische Sachen machen musste. Wie zum Beispiel ihr Gesicht in eine Senfschüssel zu klatschen oder ihre Beine, während sie Auto fährt, zu rasieren mit Rasierschau. Mach, hier oben weiter. Für die neu in diesem ganzen Thema sind. Ja, das ist schon scheiße, ja. Das ist echt kacke. Ich glaube, das ist so dieses Dunkle von Hollywood, was Menschen nicht sehen, aber was im Hintergrund passiert. So, die müssen Dinge machen, auf die sie gar keinen Bock haben, die ganzen Schauspieler und so. Ich würde gerne bei einem Film mitmachen, aber ich würde jetzt nicht um jeden Preis mich bumsen lassen im Film. Nur weil das im Drehbuch steht, suche ich mir halt ein anderes Drehbuch und einen anderen Film. Unbedingt mein Video zu Dan Schneider an, das ist der Produzent von diesen ganzen Serien und was der alles gemacht hat, ne? Puh, dieser Typ ist geisteskrank. Dass Daniela also auf absolut komische Art und Weise unterschwellig sexualisiert wurde, ist jetzt, denke ich, mehr als selbstverständlich. Ist es nicht? Okay, dann schauen wir uns doch mal eine andere Szene an. Die 17. Folge aus der ersten Staffel von Victorious trägt den Namen Das Holz und dort ist zu sehen, wie Trina mit weißer Seife angespritzt wird. Wie eklig! Ich kenne nicht! Okay, das ist echt komisch. Das ist verdammt nochmal komisch und davon distanziere ich mich komplett. Dieser Dan Schneider ist ein abgefuckter Typ. All diese Szenen schaut man sich an und man fragt sich, was dachte sich der Produzent bitte dabei? Was den Produzenten Dan Schneider angeht, sprach sich rum, dass man ihn lieber nicht sauer machen sollte, weil es hierfür Konsequenzen gab. Einer der Schreiber von iCarly namens Arthur Goldstein äußerte sich und sagte, dass er 6 Jahre lang für Dan Schneider arbeitete. Und der Victorious-Produzent soll, ich zitiere, grundlos schädigend, kontrollierend, herabwürdigend und rachsüchtig gewesen sein. Rachsüchtig ist auch das richtige Wort. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, damit hätte wahrscheinlich keiner von uns gerechnet. Aber in der zweiten Staffel von Victorious gab es eine Folge mit dem Namen Who Did It to Trina, in der Trina so im Comedy-Style ein schweres. Boah, das ist die Jade. Die war echt. Damals hatte ich so einen Crush auf die. Ist nicht mehr normal. Unfall hat und verletzt wird. Von den ganzen Stars, die wir kennen, gibt es wirklich nur eine Handvoll, die sich öffentlich gegen Dan Schneider aussprach. Darunter beispielsweise auch Jeanette McCurdy, also Sam von iCarly. Aber Daniela war wirklich vom gesamten Victorious-Set die einzige, die von Dan Schneider so schlecht behandelt wurde. Es gab da. Ich frage mich, was dieser Dan Schneider heutzutage macht. Was macht dieser Typ? Ich sehe irgendwie keine Serien mehr von ihm. Weiß einer von euch zufällig, was er macht? Wie kann man einem Menschen so viel Macht geben, schreibt die Katzenfrau. Manche Menschen arbeiten sich halt hoch und die kriegen dann im Laufe des Lebens dann solch eine Macht. Und manche nutzen es halt schlecht aus, manche nutzen es gut aus, manche schlecht. Die meisten Menschen, die Macht haben, nutzen es leider schlecht aus. Damals im Jahr 2012 sogar ein paar Fans von der Show, die öffentlich gegen Dan gepostet haben, weil die das alles mitbekommen haben, was da abging. In der letzten Staffel von Victorious erschien Daniela immer seltener und seltener und manchmal auch wirklich nur in einer... Oha, Victorious ging bis 2010. Das wusste ich gar nicht. Einzigen Szene. Interessant, oder? Ähnliche Geschichte wie bei Alexa Nicholas aus Zoe 101. Es ist also immer das gleiche Muster. Vereinzelt Stars, die sich gegen den Produzenten aussprechen, zahlen alle den Preis dafür. Alter, warum muss sie so eine Rolle spielen? Der Charakter Trina hatte es in der Serie generell nicht einfach, was natürlich, wie wir schon öfter gemerkt haben, auch keinen positiven Einfluss auf die Person hinter der Rolle haben kann. In der Serie hat sich nämlich jede einzelne Person über Trina lustig gemacht und sie wurde mehr oder weniger ausgegrenzt, war kein wirklicher Teil der Freundesgruppe und ihr Charakter wurde mehrfach in Jokes eingebaut, die wirklich sehr unangenehm anzuschauen waren. Und ihr könnt euch jetzt, denke ich, alle vorstellen, dass es wirklich etliche Szenen gab, die sogar noch viel schlimmer waren als das. Wir essen an diesem Tisch. Man will sich gar nicht vorstellen, was so etwas aus einem Teenager macht. Ihr dürft nicht vergessen, sie war da gerade mal 16. Und natürlich hat man dann nicht gerade so das größte Verständnis dafür, warum sich jetzt alle über ihn lustig machen und so, auch wenn es okay war. Wir haben es ja auch nicht verstanden, ne? Wir haben das alles nur als Kind geguckt und einfach drüber gelacht. Das Ganze ging wirklich bis zu einem Punkt, dass sie Daniela in der Serie irgendwann einfach nur als dumm dargestellt haben. Letztendlich wurde Victorious nach 4 Staffeln im Jahr 2012 endgültig gecancelt und wir kennen zwar den Grund dafür nicht, aber was wäre mit Trina in der Serie passiert, wenn es ganz normal so weitergegangen wäre?
Es ist also vielleicht nicht gut und besser so, dass eine gute Serie so schnell ihr Ende gefunden hat? Sollte es überhaupt solche Kinderserien geben, wenn die Stars dieser Serien so oft Mobbing und andere Traumata haben? Ja, ich fand Dan Schneider Serien schon immer komisch. Der hat immer so komische Dinge mit Füßen gemacht. Man muss ihm auch Credits geben. Die Serien waren schon sehr unterhaltsam und schon geil. Aber es gab so manche Folgen, die waren sehr komisch. Ein Kinderstar zu sein hörte also nie auf und nur Daniela selbst weiß heute, was das Ganze damals mit ihr gemacht hat. Seht ihr, ich bin nicht nur eine Schönheit. Du bist eine Blödheit. Das ist schon unglaublich traurig, was wir schon wieder für eine Geschichte haben. Guck mal, ich sag euch ehrlich, ich bezweifle stark, dass irgendjemand von uns das Ganze ja auch nur ansatzweise ahnen konnte. Also was hier schon wieder hinter den Kulissen abging, ja. Genauso wie bei anderen Kinderstars, wie zum Beispiel Sam oder Gibby von iCarly. Aber seid mir ehrlich, gab es irgendwas von diesen Dingen, die euch damals auch nur ein bisschen aufgefallen sind? Bei mir absolut gar nicht, ja. Ich meine, wie auch? Wie alt waren wir da? 12, 13? Wie auch immer. Absolut tragisch, das Ganze. Ihr wisst, Leute, bei diesem Format lese ich jeden einzelnen Kommentar, deswegen schreibt mir unbedingt eure ehrliche Meinung zum ganzen Thema in die Kommentare. Und schreibt mir unbedingt, was eure Lieblingsserie von damals war, ja? Victorious, iCarly, Big Time Rush, Hotel Zack und Cody. Oh, ja, definitiv. Big Time Rush war meine Lieblingsserie. Also ich habe Big Time Rush damals auf Ernst gehört, mit 14, 15. Ich habe die wirklich gehört und bis heute, die Lieder sind wirklich krass. Das sind richtige Banger. Das war's mit der Avirano Reaction. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Avirano Videos reagieren, dann lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal.